Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und der FC trifft auf die Truppe von Holzbein Kiel, also ein ganz alter Bekannter, der zu uns jetzt nach Müngersdorf kommt. Und wir stehen am Sonntagmorgen am Geisbockheim, das habt ihr direkt gesehen. Und warum tun wir das? Weil möglicherweise da gerade die eine oder andere Krisensitzung tagt. Wir alle fragen uns, was passiert jetzt beim FC nach diesem katastrophalen Spiel gegen den SC Paderborn. Und offensichtlich passiert im Moment noch nicht wirklich viel, denn die Truppe ist eben in den Wald gelaufen. Also ein kleiner Dauerlauf steht an und Trainer Struber, wurde uns gesagt, hat sich gerade auf den Weg gemacht in Richtung Franz-Krämer-Stadion. Also offensichtlich ist noch nichts passiert, ist noch niemand entlassen worden oder irgendein Schnellschuss. Thomas, was hältst du davon? Ja, also wir sind ja nicht bekannt dafür, dass wir Bäschen und Köpfe fordern, aber ich bin ehrlicherweise damit nicht so richtig happy, weil ich schon das Gefühl habe, es ist Zeit zu handeln. Mhm. Die letzten beiden Spiele waren absolutes Desaster. Wir sind eigentlich gut gestartet in die Saison, hatte ich den Eindruck. Wir haben guten Fußball gesehen, und wenn das dann gar nicht mehr gezeigt wird und immer schlechter wird, ist die sportliche Leitung verantwortlich. Und mir fehlt komplett gerade die Fantasie, in welche Richtung das gehen soll, wenn wir nicht die Reißleine ziehen. Nein, ich erinnere mich mal zurück an Freitagabend nach dem Spiel. Ich glaube, da waren sich sehr, sehr viele Leute einig in den Kneipen, an den Stammtischen, dass es jetzt reicht und dass optimalerweise sowohl der Trainer als auch der sportliche Leiter gefeuert werden sollten. Ich sage ganz ehrlich, spontan habe ich das auch gesagt, und ja, ich sage es auch heute Morgen noch. Es ist tatsächlich der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergehen kann und wo wir einen starken Impuls endlich setzen müssen, damit die Saison nicht wegläuft. Also wir können unmöglich im Oktober, und wir haben immer noch Oktober, die Saison jetzt schon abhaken, möglicherweise im Pokal rausfliegen, noch ein, zwei Spiele in der Liga verlieren und dann sagen, okay, jetzt sind sportliche Ziele nicht mehr zu erreichen für diese Saison. Also das wollen wir alle nicht haben, und genauso wie dir die Fantasie fehlt, glaube ich auch, dass es mit dieser Drucksituation, mit diesem Nervenkostüm, das im Moment komplett am Boden liegt, ja, mit dieser unglaublichen Führungsschwäche, die in unserem Verein Einzug gehalten hat, von oben bis unten, vom Vorstand bis hin in die Mannschaft, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und wir brauchen dringend jemanden, der uns wieder Selbstbewusstsein gibt und der dafür sorgt, dass wir wieder auf den Weg kommen. Denn dass wir es können, haben wir ja unter Beweis gestellt. Ja, ja, ja. Ne? Und es tut weh, und es geht wirklich komplett ohne Häme, damit das klar ist. Ne? Also wenn wir sagen, wir sind der Ansicht, dass auch Herr Keller gehen muss. Natürlich, wenn der Trainer die falsche Wahl war, und wir haben gesagt, das ist der letzte Schuss, das haben alle gesagt, dann was soll dann jetzt noch kommen? Dann muss man wirklich sagen, okay, dieses Projekt ist leider gescheitert. Ich halte ihn nach wie vor für einen hochanständigen Menschen. Ich halte ihn auch für einen sehr guten Fußballdenker und Strategen. Aber im Operativen, im Sportlichen bei uns hat es dann am Ende des Tages einfach nicht hingehauen. Und das muss man leider zur Kenntnis nehmen. Mhm. Deswegen, ja, wir kommen aus diesem Riesenloch. Ich meine, Mentalität, ne? Also wir sehen, die Mannschaft lässt die Köpfe wieder hängen. Mhm. Und wir kennen es, ne? Also was wir gerade erleben, kennen wir aus der letzten Saison. Ja. Also es ist im Moment niemand in der Lage, diese Mannschaft aufzurichten. Und ich möchte zu dem Christian Keller an der Stelle dann auch noch ein paar Takte sagen. Also wir haben ihn ja oft genug auch gelobt. Und gerade für diese, ich habe es immer Seriosität genannt, die in diesem Verein Einzug gehalten hat. Gerade auch das Bearbeiten dieser katastrophalen finanziellen Situation und einer grundsätzlichen Umstellung der Denke. Also weg von Schulden machen, von Zukunft verfrühstücken für den kurzfristigen sportlichen Erfolg, unterschreibe ich alles. Aber ganz ehrlich, lieber Christian Keller, ich glaube, dass du wichtige Eigenschaften eines echten Führungspersonals, eines echten Chefs einfach nicht mitbringst. Und dazu gehört für mich auch das Aussuchen eines Teams, das Arbeiten mit
Mitarbeitern auf Augenhöhe, also wirklich auch mit, klar, du bist ein Alpha-Tier, aber du musst auch in der Lage sein, mit anderen Alpha-Tieren zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was viele auch als Arroganz ausgelegt haben, egal ob es jetzt gegenüber den Slowenen damals war oder auch gegenüber Spielern. Sobald Leute in einer Situation sind, dass sie vielleicht am längeren Hebel sitzen, dann machst du zu und versuchst das Ganze dann durchzudrücken. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dass diese Teamfähigkeit etwas ist, was wir unbedingt jetzt brauchen. Also wir brauchen teamfähige, einfühlsame Gestalten, die Gestalter ist das richtige Wort, die unsere Truppe jetzt wieder auf den Weg bringen. Und der Zug ist leider für dich abgefahren. Ja. Was du sagst, ich weiß nicht, ob man das bis ins Letzte tatsächlich so beurteilen kann, aber was schon auffällt, ist, dass wir natürlich im Kader auch Leute haben, wo man schwer den Eindruck hat, dass das charakterlich überhaupt nicht funktioniert. Und in den Zeiten, in denen wir trotz keinen nicht guten Fußballs über weite Strecken, aber zum Beispiel mit Herrn Stöger ja sehr erfolgreich waren, dann hat das damit zusammengehangen, dass wir wirklich die Leute nach Charakter eingekauft haben und richtig gutes Mannschaftsgefüge hatten. Das hatte man das Gefühl. Und es fehlt uns jetzt komplett. Also wir haben eine junge Mannschaft, was toll ist, aber wir haben ein paar Ältere dabei, die und wir machen es ja sonst nicht, aber wir können es echt beim Namen sagen, also Waldschmidt und Adamian sind für mich zwei Spieler, die ausstrahlen, dass sie da eigentlich gar nicht sein wollen, dass das für sie ein Unfall ist, in der zweiten Liga gelandet zu sein und bei so einem Verein wie dem 1. FC Köln eigentlich spielen die ja Champions League. Ja. So, das strahlen die aus, ja, kaum macht er mal ein Tor, gibt es irgendeine doofe Geste, hier sowas, ja, das gehört sich absolut nicht, vor allen Dingen, wenn man es absolut nicht bringt. Also ein Führungsspieler sind die nun beide nicht und die gehören eigentlich, die gehören für mich in den Kader nicht rein. Also du kannst dir mit einem solch jungen Kader, mit einer jungen Mannschaft nicht leisten, dass du da so Stinkstiefel hast. Ne? Ja, wir haben das ja mal zufälligerweise dokumentiert. Ja. Also die Art und Weise, wie gerade diese beiden Spieler auftreten. Und das sind übrigens die Königstransfers von Christian Keller. Ja. Ne, mit langfristigen Verträgen auch ausgestattet. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als das angekündigt wurde, hier werden Spieler verpflichtet, das hättet ihr euch gar nicht träumen lassen, so nach dem Motto. Und dann wurde es Waldschmidt. Ne? Also wir haben mitgefilmt ein Warmmachen vor dem Spiel damals gegen Eintracht Braunschweig. Unfassbar. Und da sieht man zwei Spieler, die offensichtlich nicht in der Startelf standen und sich in einer Art und Weise aufgewärmt haben, dass wir echt, das war Slapstick. Ne? Also es kommt klar darüber, dass die können einfach nichts, so sah das aus, also Ball hochhalten und sich die Bälle zuspielen, ein paar Kunststückchen, alles ist in die Hose gegangen, nichts hat geklappt. Aber und die es beiden ist auch so lustlos, wie kann man so, man, ganz ehrlich, auch wenn man nicht in der Startelf ist, du kannst vor 50.000 Menschen dich nicht so lustlos warm machen. Es ist eine Unverschämtheit und es sagt über den Charakter mehr aus als alle Vorstandsreden und was immer oder ne, Interviews nach irgendeinem Spiel und als jedes Türchen, was du schießt. Ne? Ja, apropos, also da erinnere ich mich an eins der wenigen Türchen, die Adamian überhaupt geschossen hat in all der Zeit. Und das war in Osnabrück, damals übrigens auch im DFB-Pokal. Und er macht kurz vor Schluss den Siegtreffer. Und in einer wirklich unfassbaren Arroganz fasst er sich ans Ohr, so nach dem Motto, hier, jetzt habt ihr endlich mal gesehen, wie geil ich eigentlich bin. Was ich für ein toller Vogel bin. Und, also wenn man wirklich in all der Zeit nichts, aber auch gar nichts für diesen Verein bisher geleistet hat, dann muss ich mit solchen Gesten wirklich sehr, sehr sparsam umgehen, weil das wird mir sowas von um die Ohren fliegen. Tut's jetzt auch. Und ist, ist es ja schon. Und da vielleicht auch nochmal in Richtung des Trainers. Also, dass du diesen Spieler jetzt gegen den SC Paderborn wirklich nach 46 Minuten bringst, das war für mich auch, also bei allen katastrophalen Auswechslungen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, das hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Ja. Das ist ein völlig falsches Signal in Richtung der Jugend, in Richtung der Spieler, die auch Leistung bringen. Wenn du diese vermeintlichen Königstransfers, egal ob du jetzt einen Marktwert erhalten willst oder ob du deinen Sportdirektor schützen willst, weil es ja sein Königstransfer ist. Nee, also diese Spieler haben für mich auf dem Platz nichts, aber auch
gar nichts verloren. Und ich kann wirklich nur hoffen, und wir haben das noch nie so krass ausgesprochen, dass solche charakterlichen Schwachstellen in der Mannschaft, ich sag, ich möchte nichts Beleidigendes sagen, ne? Dass die verschwinden. Und former President. Da können wir nichts mehr mit anfangen. Gut die Kurve gekriegt, ne? So gerade noch an Beleidigungsklage vorbeigetrampt. Ja, genau. Ja, aber wenn wir dabei bleiben, beim Trainer, das ist ja hochinteressant. Ne? Wir haben die ersten Spiele wirklich grandiosen Fußball gezeigt. Alle haben gesagt, das ist die beste Mannschaft der zweiten Liga. Wir waren unfassbar aggressiv, haben sofort den ballführenden Gegner angegriffen, sehr viel Balleroberungen, sehr schnelles Spiel nach vorne. Kombinationsfußball war toll anzusehen. Wir haben zu viele Dinger selber bekommen, deswegen gab es eine Ergebniskrise. So, jetzt denkt man eigentlich, der findet jetzt einen Weg, weil die spielen ja viele Mannschaften so, also ja nicht erfunden, also ist ja nichts Besonderes, nein, ehrlich gesagt. Ja? So, der findet jetzt einen Weg, wie er uns hinten stabilisiert. Stattdessen wird von der Boy Group geredet, wird gesagt, die Burschen, die Jungen, die kriegen das noch nicht hin. Die jungen Burschen waren diejenigen, die das Ganze überhaupt nur getragen haben. Und es waren die alten Vögel, die eigentlich Führungsspieler sein müssten, die es nicht gerockt haben. So, das muss man leider Gottes so klar sagen. Darf ich an der Stelle eine Sache einfügen? Ja. Bei Paderborn haben im Mittelfeld zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger gespielt. Ja. Hallo? Das sind auch alles junge Burschen und es funktioniert und es wird gar nicht thematisiert. Ja. So. Und was haben wir gemacht auf die Art und Weise? Du ziehst eigentlich diesen Jungen, die wirklich die einzigen sind, die noch, ich möchte nicht sagen Eier in der Hose, aber also die auch noch ein bisschen unbeleckt sind von diesem riesen Rucksack aus der letzten Saison. Ja? Den ziehst du den Stecker, indem du sagst, an denen liegt es jetzt. Genau umgekehrt ist es. Und ich habe den Eindruck, wir haben alles, was schlecht war, haben wir noch schlechter gemacht und was gut war, haben wir über Bord geworfen. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Es ist traurig. Die Entwicklung ist Mist und deswegen bin ich auch dafür zu sagen, das ist gescheitert. Ich sehe das nicht, dass das noch gut geht. Ja, also wenn ich merke, dass ich nicht mehr in der Lage bin, die jungen Burschen zu erreichen und zu motivieren und zu stützen und zu stärken, egal ob als Führungsspieler oder aber als Verantwortlicher, dann ist es wirklich Zeit, den Hut zu nehmen, sage ich ganz ehrlich. Ja, und wenn ich dann, genau wie wir haben diese Adamian- und Waldschmidt-Szene gezeigt, wenn ich solche Leute, die ganz offensichtlich sich nicht identifizieren mit dem ganzen Thema, wenn ich die ständig bringe und nicht die jungen Spieler, die nachrücken und tausendmal kann es sein, dass so ein Potocznik noch nicht so weit ist, aber ich sehe den 3000 Mal lieber als irgendjemand, der völlig unmotiviert da rumrennt und mir am Ende noch eine dumme Geste bringt. Ja. Also ich kann wirklich nur an das Führungspersonal in unserem Verein appellieren, sag mal, ihr müsst euch schämen, dass ihr wirklich die jungen Burschen als Begründung heranzieht, dass wir keinen sportlichen Erfolg haben. Das ist doch lächerlich. Das ist das, was wir in der letzten PK schon gesagt haben. Vom Vorstand über die Geschäftsführung bis hin zu den Führungsspielern auf dem Platz. Ihr versagt alle in euren Führungsaufgaben. Und deswegen, also hier muss eine Notbremse, muss jetzt wirklich gezogen werden. Ansonsten können wir nicht nur diese Saison abhaken, sondern im Zweifelsfall auch unsere Zukunft. Und ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt nochmal, es ist Oktober, jetzt hier monatelang in der Gewissheit, dass dann ein zweites Jahr, zweite Liga mit Sicherheit dranhängt, jetzt monatelang hier mir diese wirklich Scheiße noch anzuschauen. Deswegen Dankbarkeit an den Vorstand, der nicht hingeschmissen hat im Sommer. Dankbarkeit auch an Christian Keller für die Seriosität, die in unseren Verein reingekommen ist. Du bist wirklich, du hast es eben schon gesagt, vielleicht kein Operativer, sondern eher ein Stratege. Vielleicht bist du ein Vorstandskandidat, nicht für uns, keine Sorge. Aber du bist für mich kein Geschäftsführer, schon gar nicht Sport, der auf Augenhöhe mit anderen wirklich starken Persönlichkeiten einen Verein anschiebt. Es funktioniert nicht. Was ich schon auch mich frage, ist mit Blick auf die Transferperiode, die jetzt kommt, wo schon angekündigt wurde, es wird ein paar harte Maßnahmen auch geben. Im Grunde kann man sich schon darauf einstellen, dass ein paar von den Leuten, die wir richtig toll finden, von den jüngeren Spielern, den Verein dann irgendwann verlassen. Da habe ich den Eindruck, das ist aber nicht so, dass wir jetzt Riesengelder kriegen, sondern dass es irgendwie wieder nicht gelungen ist, die Verträge zu verlängern. Ja. So, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendeinen Wirtz verkaufen und dafür Millionenbeträge, richtig fettes Geld eintreiben. Und deswegen muss das so sein, sondern das gerade entstehende
Konstrukt bröselt uns schon wieder unter den Händen weg und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da adäquate Leute einkaufen, die besser sind, weiß ich nicht. Das ist im Übrigen das einzige wirkliche Argument gegen einen Doppel. Rausschmissen, gegen Doppelwumms. Ne? Ja. Nämlich, dass ja die Transfers jetzt vorbereitet werden für den Winter und da natürlich jede Form von Unsicherheit nicht glücklich ist. Ne? Ja. Auf der anderen Seite sieht ein Spielerberater und ein Spieler das auch, was hier passiert. Und er kann sich auch an drei Fingern eben abzählen, dass er vermutlich, wenn er hier unterschreibt, relativ schnell. Das kann auch genau andersrum sein, dass er sagt, wenn diese Leute nicht mehr da sind, dann ist es für mich vielleicht auch ein Grund, mal zum ersten FC Köln zu wechseln. Kann auch sein, das können wir nicht beurteilen. Wer weiß das. Aber nochmal, also wenn ich bei der Personalauswahl wirklich so krass versagt habe, ich kann es echt nicht mehr anders sagen, ne? Also nochmal die Königstransfers, zwei Trainer, die überhaupt nicht funktioniert haben, dann, egal ob ich in Verhandlungen drin bin oder nicht, dann darf ich nicht nochmal antreten. Dann darf ich nicht nochmal antreten, um Personal so wichtiges Personal auszuwählen, das Wichtigste überhaupt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es jemand anders tut, dass es andere Verantwortliche machen. Und da haben wir im Verein, wir haben auch, wenn ich jetzt heute Morgen im Express gelesen habe, es kann alles ganz schnell gehen. Und ja, sieht ja nicht so aus. Friedhelm Funkel, ja. Im Moment sieht es nicht so aus. Und Friedhelm Funkel sitzt schon wieder in den Startlöchern. Also, meine Güte, wenn wir als erste FC Köln keinen kreativeren Ansatz haben, als jetzt Funkel schon wieder zu holen, dann ist es auch wieder ein Zeichen, wie traurig es um unseren Verein steht. Und vor allen Dingen steht ja für einen komplett anderen Fußball als den wir jetzt eigentlich durchziehen wollen, von unten nach oben. Das macht also ganz, ganz wenig Sinn. Ja. Das ist so eine populistische Nummer. Ne? Ich bin sehr stark dafür, dass das Rutenberg übernimmt, wenn er sich dafür bereit erklären würde. Das finde ich ganz toll. Schon mal bewiesen, dass er das kann. Und ohne Herrn Fee wäre er vermutlich auch Cheftrainer geblieben. So, das war also, da halte ich große Stücke auf den Mann. Ja. Würde ich schon sagen, dass er das kann. Gibt es denn irgendwas, was uns jetzt kommt der DFB-Pokal, ne? Also ich meine, es wäre schon ganz gut, wenn wir irgendwie die 3 Euro noch mitnehmen und dann nicht sofort wieder rausfliegen. Ne? Ja, ich würde vielleicht noch einen Moment noch mal bei der Mannschaft bleiben wollen. Und wenn wir eben gesagt haben, dass wir gemerkt haben, dass sie es eigentlich können, dann ist es richtig. Aber es war natürlich insofern auch ein Trugschluss, als dass man nicht vergessen darf, woher wir kommen. Ne? Ja. Und wir erinnern uns in diesem Moment mal zurück an den Moment in Heidenheim, als wir damals sang- und klanglos abgestiegen sind und wirklich ein Häufchen Elend, völlig verunsicherte Jungs damals vom Platz geschlichen ist, eine Riesenchance auch noch hat liegen lassen. Es wäre ja sogar auch noch möglich gewesen. Also ein Moment, den wir auch damals von der Heidenheim-Tribüne aus zufällig mitgefilmt haben. Und wenn man in diese Gesichter reinschaut, dann sollte jedem spätestens klar werden, dass es unmöglich ist, dass aus einem völlig verunsicherten Haufen plötzlich ein Mentalitätsmonster wird. Ja, das funktioniert. Das schließt sich aus. Es funktioniert nicht. Und deswegen ist ja ganz viel Verständnis da für die Spieler, auch für die Gesamtsituation. Aber dass es uns tatsächlich gelingt, nach 9 Spieltagen oder nach 10 Spieltagen wieder an dem Punkt zu sein, wo wir ein völliger Chaoshaufen sind, wieder in den Köpfen die Verunsicherung drin ist, wie es schlimmer nicht sein könnte, dann weißt du spätestens, dass wir nicht den Bock umgestoßen haben, sondern dass wir immer noch der Patient sind, der in Heidenheim vom Platz gegangen ist. Und naja, das Interessante ist ja, ich wiederhole mich, ne? Aber es ist uns in den ersten Spielen gelungen, tatsächlich eine komplett andere Mentalität zu zeigen. Ja, ja. Und die lag an den jungen Spielern, die dann schlecht geredet wurden. Ja. So, und genau. Ich habe mir eigentlich den Anker, den ich ausgeworfen habe, an dem ich mich wieder hochziehen kann, ja, den habe ich mir abgetrennt, indem ich ausgerechnet die in die Kritik stelle. Also das war nun wirklich es menschlich und strategisch, taktisch nicht, das war nicht clever. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Wir haben ja gezeigt, die können Fußball spielen, sie haben es gezeigt. So, und wir waren begeistert. Ja, völlig begeistert sind wir gewesen. Vielleicht sind wir auch naiv, das haben uns ja auch schon Leute vorgeworfen, ne? Dass wir naiv sind, aber
Wir müssen ein bisschen naiv sein, wir Trottel, wir stehen jetzt im 10. Jahr hier und machen so einen Quatsch. Also ein ganz klein bisschen naiv und bescheuert muss man schon sein. Ne? Ja. So. Also ich muss, sag ganz ehrlich, als ich heute Morgen den Express-Artikel gelesen habe, es kann alles ganz, ich habe so richtig gemerkt, wie ein positiver Vibe durch meinen Hirn schoss. Ja, ich bin wirklich soweit. Vielleicht weich gekocht, vielleicht auch irgendwo realistisch geworden endgültig. Vielleicht auch clever genug, um auf die Notbremse zu treten, die wir jetzt haben. Und weil wir sind zwar hier schon vollständig zum Stillstand gekommen mittlerweile, aber wir laufen immer noch Gefahr, vor die Wand zu fahren. Absolut. Und jetzt, naja, wenn jetzt auch nichts passiert tatsächlich gerade. Ne? Also wenn wir jetzt weiter zaudern, wir erinnern uns, dass wir auch mit Baumgart jetzt nicht sehr schnell agiert haben als Verein. Ja? Also wenn jetzt, wir jetzt zu lange warten, dann ist die Saison eh durch. Ne? Also noch, es fühlt sich schon an, als sei es eh schon vorbei. Aber Leute, wir sind jetzt gerade mal 2 Monate und 10 Spieltage. Ja? Es ist also nicht so, dass das Ding komplett schon im Brunnen ist und wir haben noch Chancen, das umzureißen. Wir müssen natürlich die entsprechenden Dinge machen. Also Kiel haben wir kurz angesprochen. Wir haben auch noch sowas wie ein Motto. Ne? Natürlich haben wir jetzt keine Shirts, ihr könnt euch das denken. Ne? Es ist, nee, Shirts haben wir nicht. So schnell geht es nicht. Ne? Nee, das Motto, wie gesagt, also wir versuchen jetzt das Positive trotzdem immer noch irgendwie rauszuarbeiten. Und das kann für mich nur verbunden sein mit einem Neustart. Und wenn es den denn dann gibt, wenn wir also endlich mal das von Bord werfen, was uns hemmt und was uns zum Stillstand gebracht hat, dann kann es vielleicht vorwärts gehen. Und das ist ganz wichtig, denn wir sehen schon am Ende des Tunnels das Licht. Es kam näher, aber jetzt im Moment kommt es nicht näher. Aber wie können wir es denn erreichen? Ja, wir sind mit Karacho in den Tunnel reingefahren. Ja. Dann haben wir irgendwo zwischendrin offenbar irgendwas Falsches getankt und jetzt stehen wir. Ne? Deswegen wäre schon schön, wenn man weiterfahren würde Richtung Licht und nicht jetzt hier einfach stehen bleibt und so tut, als sei das Gott gegeben. Ich glaube, wir brauchen diesen, wie du es am Anfang gesagt hast, wir brauchen diesen sehr starken Impuls, davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der den Leuten tatsächlich Mut macht und wir brauchen, glaube ich, echt Menschenversteher jetzt. Ja, absolut. Wir brauchen jetzt Leute, die sehr, sehr empathisch sind, sehr genau wissen, was in den Köpfen vorgeht, weil das ja auch eine Riesenscheiße ist, wenn du plötzlich wieder, da gehst du an die Kurve und wirst da ausgepfiffen, wirst du ausgebuht und das zum Teil als junger Spieler, der den ganzen Kram vorher nicht mitbekommen hat, bist du gerade das dritte, vierte Mal überhaupt nur auf dem Platz und kriegst sofort die ganze Ladung ab. Ja, nicht so geil. Und das Ganze mündet in unser Motto und das lautet am Ende des Tunnels. Da sind wir nämlich. Genau, ja. So, wir müssen einfach rausfahren. Ja. Lasst uns bitte alle gemeinsam rausfahren und diese fürchterlichen Monate und mittlerweile schon Jahre hinter uns lassen. Ja, dazu brauchen wir ein bisschen Führung und einer muss Gas geben. Außerdem brauchen wir dazu ganz dringend 2 Kölsch auf den Sieg gegen Kiel und das Erreichen der nächsten Runde im Pokal. Prösterchen, Leute. Mann, da hast du aber geschaltet. Ich hätte jetzt 3 Punkte gesagt. Ja. So, nichts für ungut, ne? In dem Sinne, wir haben fertig und mal gucken, was da gleich noch passiert. Vielleicht passiert ja noch was. Wir sehen uns am Dienstagabend, Leute, im Müngersdorfer Stadion zum Pokalspiel. Vielleicht wird es mal wieder ein Highlight. Ja, Pokal hat seine eigenen Gesäße. Wir sitzen da dann wieder. Prost.